Eins der hat immer noch Betäubungsgewehr, das ist richtig. Irgendwie muss der Nebel auch zurückdrängen. Das ist übrigens nicht der Nebelwert da rechts oben. Ach. Normalerweise musst du pandorianische Basen zerstören. Da ich zwischendurch aber nicht mehr gescannt habe, wird das das Problem sein. Shit. Da ist einer mit diesen Sprengbomben. Nein, klar, es ist nicht der Nebel, weil es wird am Anfang erklärt. Und du drängst den Nebel nicht zurück, sondern du drängst Basen zurück. Und dadurch, dass du Basen kaputt machst, geht das zurück. Das ist nämlich die... sowas in der Art wie eine Psycho... manipulierende Welle oder was auch immer. Identifying target. Oh nein, die Pandora-Basen verbreiten nicht den Nebel. Die Pandora-Basen sind die Brutstätten letztendlich. What's our plan? Acquiring target. Ich bin jetzt nicht sehr... Das war jetzt nicht spektakulär und mir fehlt hier irgendwie ein Raketensound. Wo hast du den jetzt gefunden? Ach, da hinten. Naja, umso oller, umso doller. Danke, Morphy, für zwei Stufe 1 Abos, die du verschenkst. Danke sehr. Ready to engage. Moving. Aiming. Ohne Scheiß, der sprengt meine Leute weg hier hinten. Ready to engage. Obwohl kann sein, dass durch die Lähmung auch schon der zu wenig Aktionspunkte dann hat. Verzieh dich mal. Deploying tech. Wow.
guten Muskelschmalz hat er. Verdammt. Kann ich das nochmal machen? Ja. Jetzt. Wenn er seinen Hinterleib hochzieht. Da ist der Punkt, wo ich dem einen die Fresse geben kann immer. Aber jetzt ist er eh Geschichte. I'll keep my eyes open. Hold the position. So, sonst habt ihr ein bisschen was mit den Spinnen zu tun. Channel open. Und dann war es das auch erstmal. Ich hätte ihn natürlich liebend gern mitgenommen. Aber, naja. Übrigens, weil es gerade um Softwareentwicklung geht, 60 Euro ist noch ein ganz passabler Satz für einen Softwareentwickler pro Stunde. Jedenfalls, wenn du über Firma gehst. Eigentlich bezahlst du 80 Euro inzwischen. Deshalb werdet keine Prostituierten, sondern werdet Softwareentwicklerin. Damit verdient ihr mehr inzwischen. Ich liebe die Spinnen. Ich finde es wirklich, ist eine der coolsten Einheiten aller Zeiten, ey. Nano-Suizid-Spinnen. What's our move? Tech Drop. Und du musst dich nicht ausziehen dafür. Obwohl für manche ist es, glaube ich, einfacher, sich auszuziehen, als Softwareentwickler zu werden. Programmiersprache lernen ist halt was anderes als die Sprache der Liebe. Findest du nicht auch? Ich hab schon, klar. Ich hab alles schon. Taking aim. Bam. Und jetzt einen zweiten. So einen haben wir nämlich auch nie mitgenommen. Ich hole mir jetzt meine ganzen Versuchsobjekte. Betäubt. Leg dich schlafen, Krabbe. Du wirst bald in meinem Etablissement Burger braten. Ja, ich habe ja programmieren gelernt. Und hab's ja auch ein paar Jahre gemacht in der Firma. Bin jetzt nicht so der Fan davon, das ein Leben lang zu machen. Deshalb mache ich ja was anderes. Und deshalb will ich auch nicht zurück in den Job. Wie viel Leben hat er noch? 110? Ja, ich denke schon, dass ich den im Nahkampf mit einer Salve umnieten kann.
Einfach in die gute Brust. Ich finde, also ein gewisses Grundverständnis für Programmieren kann nie schaden. Ich sollte mal meinen ganzen Scharfschützen die Klamotten geben von hier, von den Synedrion. Synedrion oder wie auch immer sie heißen, aber... Weil die haben einen Bonus auf Treffsicherheit, auf Genauigkeit. Ready to engage. Ach, wer braucht schon Willenskraftpunkte? Oh, du hast deinen Kollegen in den Rücken geschossen. Mach dir nichts draus, das gehört dazu. Also klar, es ist halt zielsicher, die Rakete, aber warum? Aber sie hat halt keinen Sound. Und das ist fortschrittliche Raketentechnologie. Tötet er das Kleinvieh mit. Ich habe auch noch drüben meine ganzen Bücher vom Programmieren lernen. Und Scheiße, ich könnte die eigentlich zusammenpappen und könnte einfach ein eigenes Programmierbuch schreiben. Silent Rocket ohne nervige Töne. Aber jetzt gehen doch nicht alle auf den. Naja. Warum ist die letzte nicht nah genug rangegangen? Ready to fire. Let's do this. Schüsse aus dem Nichts. Preparing to fire. Moment, er schläft. Ach, doof. Versuch doch mal, den Panzer zu treffen. Oder irgendwas anderes. Ready to engage. Enemy killed. 5x5. Nein, das Spiel stürzt ab. Ach, komm schon. Ah! So. Tja, Absturz gehabt. Jetzt sind wir wieder im Spiel. Ich habe übrigens ein Scharfschützengewehr. Also jeglichen Scharfschützen jetzt den die Betäubungsdinger gegeben. Und klären wir mal das Fragezeichen.
Also wir nehmen alles einfach mit. Jeder Gegner, der nicht vom Geschütz getötet wird, wird eingepackt und verschifft in die Hauptbasis. Vor allem glaube ich, ich muss eine Sirene mitnehmen, ohne dass ich deren Kopf zertrümmer. Damit ich eine dieser Forschungen machen kann. What's our plan? Ready to engage. Das muss nur jeder drauf schießen von den Snipern, dann habe ich es betäubt. Den muss jedes Mal treffen. Okay, ich habe noch 2 Schuss frei. Taking aim. Und der hat einen besseren Winkel drauf. Obwohl ich weiß gar nicht, das Betäubungsgewehr könnte vielleicht auch durch den Hinterleib kommen. Ah, ist ja alles 30. Ach, ich habe es mir unnötig schwer gemacht. Weil die anderen Viecher 40 Panzerung, glaube ich, hatten hinten. Taking aim. So. I'm ready. Die Lähmung ist real. Alles gut, du kannst 80 Feinde sehen. Let's do this. Blup. Oh, das ist so eine geile Fähigkeit, die schmeißen zu können. Das geht schon. Der rattert schon ein bisschen in meiner Hose, ey. Overwatching. Es gibt keine XCOM-Klone. Ich hasse diese Begrifflichkeit Klon von irgendwas. Es ist so, als wenn du findest, dass Bands untereinander sich klonen, wenn Metal gespielt wird. Das ist halt. Krieg ich einen Rappel von. Auch von, boah, auch ganz schlimm. Der WoW-Killer, der Diablo-Killer. Es ist ein taktisches Rundenstrategiespiel. Und da ist schon einer geflohen. Ah, ah. Oh, das ist nur ein Wurmschmeißer.
Mach dir gut, Gauss-Geschütze. So, so einen kleinen Wurm muss ich aber auch noch mitnehmen. Dafür ist auch eine Forschung noch da. Right there. Ah, er ist eh gleich tot. Als wenn die Rakete hier durchfliegt. Moving now. Jeder sieht doch, dass es Diablo 3 ist. Das ist ein Diablo 3-Klon. Deshalb erzählt doch nicht so einen Unsinn. So, das sind 10 Runden Zeit jetzt für mich. I'll keep my eyes open. Good work, my friend. Heading out. Receiving loud and clear. War gar keine Sirene hier? Habe ich eine Sirene getötet? Ich habe eine auf dem Dach gefunden zwischendurch, ne? Tschüss, Tom! Scheiße, die greifen den Betäubten an. Geschützt, ihr seid dumm. Moving now. Also kommt wieder meine Tasche. Grüße, Daikatana. Acquiring target. Der Unterschied ist wirklich, mit einem Raketenwerfer triffst du auf jeden Fall im Vergleich zu dem anderen Teil. I'm ready. Right there.
Ganz entspannt. Ich sammle schon alle Sachen, die ich benötige. Hier. Chat rastet hier einfach aus manchmal. Du musst den Facehugger sammeln. Gotcha. Ja, der wird jetzt erstmal verschwinden. Ich gehe lieber auf Nummer sicher. Ich kenne mich. Das vermute ich auch bei den Spinnen, dass die den angreifen werden. Also das betäubte Vieh. Und nicht nur auf die gehen, die nicht betäubt sind. On the move. Enemy contact. Hm. Dann bleib erstmal hier hocken. Und du bleibst auch einfach nur hier hocken. Wie lange machst du heute noch? Gute Frage. Ich denke mal, ich werde gleich aufhören. Ist ja schon spät und ich muss halt noch ein paar Sachen schnibbeln. Hör auf, mein kostbares Ding anzuschießen. We need this. Do this. Hm? Targeting. Stell da mal einfach eine Attrappe auf. Ups. Du wurdest gesehen. Let's go. Aiming. Verdammt, ich dachte, ihr auch wieder sieht den da oben. Ready to engage. Jetzt. Toll. All set. Here. Gibt es nicht irgendwelche Bereiche, die ich anschießen kann, die besser sind? Und weg.
is covered. Fall ruhig auf meine Finte ein. Rein. What's our move? Ready to engage. So, du musst auf den hier vorne schießen, wenn. Aiming. Dann ist der nämlich auch gelähmt. Theoretisch. Danke, Jaidi, für Prime-Abo. Vielen Dank. Ach so, der hat Overwatch da oben an. Here. Moving. Still on target. Five by five. Taking aim. Ach, komm schon. Der Facehugger kommt noch gar nicht raus. Da sind noch zwei Runden Zeit. Machen wir nicht so einen Stress hier. Channel open. Vor dem hier Aktionspunkte wegnehmen. Weil er halt einfach komischerweise nicht komplett betäubt ist. Ich sollte wirklich mal in das Gift-Ding investieren. All set. Ready to fire. Gelähmt und unsichtbar. Identifying target. So, der ist auch gelähmt. Vielleicht ist der Facehugger doch weg.
Ah, nee. Er sitzt da noch brav. Ready to fire. Knall ihn einfach weg. Aiming. Moment, hast du keine Munition? Ne, das war der Raketenwerfer-Typ. Dann ist ja alles gut. Und der ist auf Overwatch, okay. Aber hat der überhaupt eine Waffe noch? Oh, mir ist egal, ich erschieße ihn einfach. Sehr schön. Hallo Peter. Chiron, Triton, Atron, Triton. Ey, der Facehugger fehlt. Ah ne, da ist er. Facehugger und Wurm. So, Säurewurm-Autopsie. Genau, Training. Ja, du machst den Biochemiker gerne. Research complete. Wichtig erkennst, die Kreatur hat eine leistungsstarke Säure aus einer unbekannten chemischen Zusammensetzung. Ihr einziger Zweck ist es, sich auf ein Ziel zuzubewegen und dort zu explodieren, in der Hoffnung, das Ziel zu beschädigen oder gar zu zerstören. Toll, jetzt kann ich jede Art von Wurm fangen, damit ich Bonusschaden gegen die machen kann.